Vielleicht schauen Fokusstrategie. Wir haben den Mittwoch, den 23.03.2022. Fünftes Kapitel: Öffentliche Aufgaben. Erster Abschnitt: Grundsätze. Artikel 31, Zusammenarbeit. Der Kanton, die Gemeinden und die übrigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten arbeiten bei der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben zusammen. Artikel 32, Enteignung. Absatz 1. Soweit es zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben notwendig ist, ist die Enteignung zulässig. Absatz 2. Das Enteignungsrecht steht dem Kanton, den Gemeindeverbänden und den Korporationen zu. Zweiter Abschnitt. Bildungswesen und Kulturpflege. Artikel 33, öffentliche Schulen. Der Kanton und die Gemeinden schaffen geeignete Voraussetzungen, damit alle Kinder und Jugendlichen ihren Anlagen entsprechend an öffentlichen Volks-, Mittel- und Berufsschulen unterrichtet werden können. Artikel 34, Volksschulen, A, Schulbesuch. Der Besuch der Volksschule ist unentgeltlich und, soweit die Gesetzgebung nichts anderes bestimmt, obligatorisch. Artikel 35, Volksschulen. B. Trägerschaft und Aufsicht. Absatz 1. Träger der Volksschulen sind die Gemeinden oder Gemeindeverbände. Absatz 2. Der Kanton unterstützt und beaufsichtigt die Gemeinden und die Gemeindeverbände. Artikel 36. Volksschulen Z. Nein, Volksschulen, C, Sonderschulen. Der Kanton führt oder unterstützt Sonderschulen und Heime. Er kann die Gemeinden zu angemessenen Leistungen beiziehen. Artikel 37, Kindergärten. Die Gemeinden führen Kindergärten. Artikel 38, Berufsschule und höhere Schulen. Absatz 1. Der Kanton fördert die Berufs- und Fachausbildung und die höhere Schulbildung. Absatz 2. Er kann entsprechende Bildungsanstalten selber betreiben und sich an solchen beteiligen. Artikel 39. Privatschulen. Das Recht des Privatschulunterrichts ist gewährleistet. Privatschulen sind bewilligungspflichtig und unterstehen der Aufsicht des Kantons.
Artikel 40 Ausbildungshilfen. Der Kanton richtet Ausbildungshilfen in Form von Stipendien und Darlehen aus. Artikel 41. Erwachsenenbildung und Freizeitbeschäftigung. Der Kanton und die Gemeinden können die Erwachsenenbildung und Bestrebungen für eine sinnvolle Freizeitgestaltung unterstützen. Artikel 42 Kulturpflege. Der Kanton und die Gemeinden pflegen das heimatliche Kulturgut und fördern künstlerische und kulturelle Bestrebungen und Tätigkeiten. Artikel 43 Gesetzgebung. Die Gesetzgebung führt die Grundsätze über das Bildungswesen und insbesondere über die Dauer der obligatorischen Schulpflicht sowie über die Kulturpflege näher aus. Dritter Abschnitt. Sozialhilfe. Artikel 44 Aufgabenteilung. Absatz 1. Die öffentliche Fürsorge und das Vormundschaftswesen obliegen den Gemeinden, soweit die Gesetzgebung nichts anderes bestimmt. Absatz 2. Der Kanton unterstützt und beaufsichtigt die Gemeinden. Er kann besondere Sozialhilfeeinrichtungen schaffen und unterstützen. Absatz 3. Der Kanton kann eigene Sozialversicherungseinrichtungen schaffen. Vierter Abschnitt. Gesundheitswesen. Artikel 45. Grundsatz. Absatz 1. Der Kanton und die Gemeinden fördern die Volksgesundheit, die Gesundheitsvorsorge und die Krankenpflege. Sie schaffen die Voraussetzungen für die medizinische Versorgung der Bevölkerung. Absatz 2. Der Kanton und die Gemeinden fördern die Bekämpfung von Suchtgefahren. Artikel 46. Besondere Aufgaben des Kantons. Absatz 1. Der Kanton überwacht und koordiniert das Gesundheitswesen. Er ordnet das Medizinalwesen und die Gesundheitspolizei. Absatz 2. Der Kanton gewährleistet den Betrieb des Kantonsspitals. Er kann weitere Kranken- und Pflegeheime unterstützen. Fünfter Abschnitt. Lebensraum. Artikel 47 Raumplanung. Absatz 1. Der Kanton und die Gemeinden stellen die geordnete Besiedlung des Kantons und die zweckmäßige Nutzung des Bodens sicher. Sie berücksichtigen bei ihren Tätigkeiten die Ziele und Erfordernisse der Raumplanung. Absatz 2. Der Kanton ist für die Richtplanung verantwortlich.
Die Gemeinden sind im Rahmen der Gesetzgebung für die Nutzungsplanung zuständig. Artikel 48 Bauwesen. Absatz 1. Der Kanton und die Gemeinden erlassen Bauvorschriften. Absatz 2. Der Kanton regelt den Bau und den Unterhalt der Verkehrswege und der Einrichtungen zum Schutze vor Naturgewalten. Artikel 49. Schutz der Umwelt und des Lebensraumes. Absatz 1. Der Kanton und die Gemeinden sorgen bei ihrer Tätigkeit für den Schutz des Menschen, seiner Umwelt und seines Lebensraumes. Absatz 2. Der Kanton erlässt Vorschriften zum Schutz von Großraubtieren, zum Schutz vor Großraubtieren und zur Beschränkung und Regulierung des Bestands. Die Förderung des Großraubtierbestandes oder Bestands ist verboten. Artikel 50. Öffentliche Sachen. Absatz 1. Seen und Flüsse gehören dem Kanton. Privatrechte bleiben vorbehalten. Absatz 2. Der Kanton stellt weitere Vorschriften auf über die öffentliche Sachen und über deren Gebrauch und Nutzung. Absatz 3. Er regelt die Nutzung des Grundwassers. Absatz 4. Wasserkräfte, die dem Kanton gehören, dürfen nur zur Nutzung verliehen werden, wenn sich der Kanton am Unternehmen des Beliehenen erheblich beteiligen kann. Erheblich beteiligen kann, statt des Beliehenen erheblich beteiligen kann, natürlich. Sechster Abschnitt. Wirtschaft. Artikel 51 Wirtschaftspolitik. Absatz 1. Der Kanton und die Gemeinden fördern eine ausgewogene Entwicklung aller Bereiche der urnerischen Volkswirtschaft. Absatz 2. Der Kanton strebt dabei eine ausgeglichene Entwicklung aller Landesteile an. Artikel 52 Rahmenbedingungen. Der Kanton und die Gemeinden schaffen günstige Rahmenbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft, die Industrie, das Gewerbe und den Dienstleistungssektor. Artikel 53 Gesetzgebung. Der Kanton erlässt Vorschriften für eine geordnete Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeiten. Artikel 54 Kantonalbank. Absatz 1. Der Kanton kann eine Kantonalbank betreiben. Er garantiert deren Verbindlichkeiten. Absatz 2. Die Kantonalbank hat einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Sie dient vorwiegend der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons. Artikel 55. Regalrechte A. Begriff.
Die Regalien vermitteln die ausschließliche Befugnis zur Betätigung und wirtschaftlichen Nutzung. Artikel 56 Regalrechte. B. Salz-, Jagd- und Fischereiregal. Dem Kanton stehen das Salzregal, das Jagdregal und das Fischereiregal zu. Artikel 57 Regalrechte C. Bergregal. Absatz 1. Das Bergregal steht grundsätzlich dem Kanton zu. Absatz 2. Vorbehalten bleiben das Recht der Korporationen, Strahlerrechte zu erteilen. Strahlerrechte zu erteilen sowie auf ihrem Allmendgebiet Konzessionen zu verleihen, zur Ausbeutung von Erzgruben und zur Ausbeutung von Gesteinen im Tagbau, Klammer Steinbrüche. Absatz 3. Die Gesetzgebungshoheit über das Bergregal verbleibt dem Kanton. Siebter Abschnitt, Finanzordnung. Artikel 58, Finanzhaushalt. Absatz 1. Der Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden ist nach den Grundsätzen der Gesetzmäßigkeit, der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit zu führen. Er soll auf die Dauer ausgeglichen sein. Absatz 2. Der Kanton und die Gemeinden erstellen Finanzplanungen und gewährleisten die Finanzkontrolle. Absatz 3. Die Finanzplanungen sind mit den Aufgabenplanungen abzustimmen. Artikel 59. Mittelbeschaffung. Absatz 1. Der Kanton und die Gemeinden beschaffen sich die notwendigen Mittel durch a. die Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen, b. die Erträgnisse des Vermögens und der Regalrechte, c. Beiträge und Anteile an Einnahmen des Bundes und anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften, Unternehmungen und Einrichtungen, d. allfällige weitere Erträgnisse, e. Aufnahme von Anleihen und Darlehen. Absatz 2. Gemeindeverbände erheben keine Steuern. Absatz 3. Das kantonale Recht bestimmt den Gegenstand der Steuer, den Kreis der Steuerpflichtigen und die Bemessungsgrundlage. Lagen. Im Rahmen der Gesetzgebung bestimmen die Gemeinden ihren Steuerfuß. Artikel 60. Grundsätze der Steuererhebung. Absatz 1. Die Steuern sind nach den Grundsätzen der Solidarität und der Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen auszurichten. Absatz 2. Sie sind so zu bemessen, dass die gesamte Belastung der Steuerpflichtigen mit Abgaben nach sozialen Grundsätzen tragbar ist. Die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft nicht überfordert, der Wille zur Einkommens- und Vermögenserzielung nicht geschwächt und die Selbstvorsorge gefördert werden. Absatz 3. Steuerhinterziehungen und Widerstände gegen die Steuererhebung sind mit wirksamen Sanktionen zu verfolgen.
Artikel 61 Finanzausgleich. Der Kanton stellt den Finanzausgleich zwischen den Einwohnergemeinden sicher. Diese können verpflichtet werden, Finanzausgleichsbeiträge zu leisten. Nachher geht es weiter mit dem sechsten Kapitel, Gliederung des Staates.